Die Liebe zum Detail. Das macht die Modelleisenbahn so faszinierend. Ganz besonders merkt man dies auf der alljährlichen Ausstellung des Leipziger Friedrich-List-Vereins. Bereits zum 50. Mal präsentieren die Modellbauer ihre kleinen Wunder, diesmal sogar auf ganz großer Bühne. Denn anlässlich des Jubiläums drehen die Loks auf mehreren Etagen der Strohsackpassage ihre Runden und locken groß und klein in die Miniaturwelten. Wir hatten in der Familie auch eine kleine elektrische Eisenbahn und die wurde auch rechtzeitig immer aufgebaut, wenn das soweit war. Und das war natürlich die absolute Attraktion damals. Das war also absoluter Traum. Die Kleinen sind begeistert von den Eisenbahnen. Naja, also ihm gefällt das, wie sich das alles so schön bewegt, die Loks hier, und das findet er richtig super. Und trotzdem, anders als noch in den 70er und 80er Jahren, schrumpft der Modelleisenbahnverein. Von zwischenzeitlich 400 sind nunmehr keine 100 Bastler regelmäßig mehr bei der Stange. Besonders am Nachwuchs mangelt es, denn der Einstieg ist eine große Hürde. Also man bräuchte dort Einstiegspackungen, die preislich attraktiver sind, wo man sagen kann, okay, das macht den Kindern Spaß und das kann man dem Kind auch ohne Bedenken in die Hand geben und dass das Kind da jetzt irgendwas kaputt machen kann. Die Technik hinter den Kulissen geht derweil mit der Zeit. Komplexe Relaisschaltungen werden durch digitale Befehlszentralen abgelöst. So lassen sich die detailgetreuen Zugwagen und Waggons zielgenau durch die selbst erschaffenen Landschaften steuern. Ein Hobby, das unweigerlich an Christbaumschmuck und Nelkenduft denken lässt. Das Besondere an dem Hobby sind in der Weihnachtszeit, also für mich persönlich, in der Weihnachtszeit die strahlenden Kinderaugen, die man damit sieht. Und das ist ein richtiges Glitzern, was die Kinder in den Augen haben. Wenn man das sieht, ist die ganze Arbeit für das Jahr perfekt gewesen. Gelegenheiten, sich von den Modellbahnern verzaubern zu lassen, gibt es noch bis zum Weihnachtsvorabend. Bei dem kleinen Anton zum Beispiel sind die Weichen in Richtung erstes Hobby schon mal gestellt. Wir werden mal sehen, wenn noch 2 Jahre vergangen sind, dass wir vielleicht mal mit dem Weihnachtsmann dann reden müssen. Ja, machen wir das? Machen wir.